Hallo Kunumela und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie Kunumel installiert und eingerichtet wird. Dazu starte ich die Kunumel-Webseite und lade mir den Installer herunter. Der Kunumel-Installer startet mit der Option „Eine neue Installation durchführen" und installiert sich in das Windows-Programmverzeichnis. Das Ziellaufwerk oder das Zielverzeichnis kann hier geändert werden. Während ich die Installation durchführe, kann ich mich über die neuesten Funktionen und Erweiterungen informieren. Oder für alle, die es noch nicht kennen, Kunumel hat einen YouTube-Kanal. Auf unserem YouTube-Kanal bieten wir jede Menge Informationen, nützliche Tipps, besonders wie die Lizenz aktiviert und deaktiviert wird, wenn ich einen neuen Rechner habe, wie ich bestimmte Funktionen nutze, die E-Mail-Konten einbinde, suche und exportieren. Auch interessant für alle Neu-Kunumeler, Kunumel hat auch einen Online-Shop. In einem Online-Shop dort befindet sich die Lizenz, Zusatzlizenzen, Tools wie der Audio-Recorder, der Movie Maker und Letter Creator, ebenso Hintergründe, Briefvorlagen. Schaut euch in unserem Online-Shop einfach einmal um. Nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, wird Kunumel automatisch geöffnet. Nachdem Kunumel erfolgreich auf deinem PC installiert wurde, startet der Einrichtungsassistent. Im ersten Schritt erhaltet ihr nochmal nützliche Informationen wie dem Link zu unserem YouTube-Kanal, die Kontakt-E-Mail-Adresse, falls es mal Fragen gibt und natürlich, wie man sich den Newsletter abonniert. Im zweiten Schritt richten wir ein E-Mail-Konto ein. Dazu starte ich den Einrichtungsassistent und trage hier meine gewünschte E-Mail-Adresse ein. Dann noch das Kennwort. Und nun braucht man bei Kunumel nur noch auf Speichern drücken, denn Kunumel richtet das E-Mail-Konto für alle gängigen E-Mail-Provider automatisch ein. Ein paar Ausnahmen gibt es: Gmail, Yahoo und T-Online. Dafür haben wir separate Tutorials. Dort wird erklärt, was man vorab einrichten muss, damit man diese E-Mail-Konten auch in Kunumel nutzen kann. Das Konto wurde erfolgreich eingerichtet und wie man sieht, werden im Hintergrund auch schon die ersten E-Mails geladen. Im nächsten Schritt wähle ich meine gewünschte Darstellung. Kunumel bietet verschiedene Darstellungsformen, entweder gerne drei Spalten oder mit zwei Spalten. Die klassische Ansicht, wie man sie aus IncrediMail kennt oder aus älteren E-Mail-Programmen. Es gibt eine Business-Darstellung, die verzichtet auf Icons und zusätzliche Informationen. Und eine extra große Darstellung. Wenn bestimmte Sachen jetzt hier schon zu klein sind, wählt man halt die extra große Darstellung, dann wird alles eben deutlich größer dargestellt. Zusätzlich habe ich hier die Möglichkeit, die Darstellung anzupassen. Kunumel bietet bereits bei der Erstinstallation verschiedene Darstellungen. Ich habe jetzt hier noch zusätzliche zur Demonstration mit reingeladen. Zum Beispiel Dunkle Nacht. Die japanische Kirschblüte finde ich auch schön. Oder Tulpe ist auch schön anzusehen. Je nach Geschmack kann ich mir so mein Kunumel gestalten. Alle unsere Darstellungen findet ihr in unserem Online-Shop und können jederzeit geladen und nachkonfiguriert werden. Im vorletzten Punkt der Ersteinrichtung wähle ich meinen Assistenten. Kunumel bietet eine Vielzahl von Assistenten, die ich mir jederzeit aus dem Online-Shop nachladen kann. So kann ich mir nach meinem persönlichen Geschmack den gewünschten Assistenten wählen. Die Ersteinrichtung ist nun abgeschlossen und ich kann den Startassistenten schließen. Kunumel startet im Anschluss neu und wie bereits gesagt, ich kann alle Einstellungen, die ich hier gewählt habe, in den Kunumel-Menüs selbstverständlich erneut aufrufen und persönlich anpassen. Kunumel wurde installiert und der Einrichtungsassistent erfolgreich abgeschlossen. Wir haben ein E-Mail-Konto eingerichtet und die E-Mails auch abgerufen. Ich bedanke mich für heute bis hierher. Verfolgt unsere weiteren Videos auf unserem YouTube-Kanal. Bis bald.